Einen wunderschönen guten Abend. Es ist da. Forza Motorsport. 8 oder 1, je nachdem. Und ich starte das jetzt zum ersten Mal. Ne, somit seid ihr direkt live dabei, wie das alles hier funktioniert, was einzustellen ist. Und ich bin mega gespannt, ich freue mich riesig. So. Leistung. Bevorzugt 60 FPS, Streckenleistung bei einer Auflösung von 4K. Leistung RT, aktiviert Raytracing auf der Strecke mit 60 Frames und variabler Auflösung. Was wir natürlich machen. Habe ich jetzt schon mehrfach gesehen oder gehört, dass das die beste Variante Sprachausgabe, ist. 1 von 7, Wertauswahl, aus, 1 von 2. Aktiviert die Bildschirmsprachausgabe. Der Wert für die Wortfülle ist standardmäßig maximal. Ne, den brauchen wir gar nicht. Optimierter Kommentar. Aktiviert Sprachausgabeoptionen mit geringer Wortfülle. Die Sprachausgabe kann auf der Barrierefreiheitsseite des Einstellungen-Menüs angepasst werden. Nee, weil für Blinde. Für. Naja. Vielleicht funktioniert's. Sehschwäche? Nö. Untertitel machen wir an. Textbasierte Kommunikation. Ermöglicht Kommunikation mit anderen Personen durch die Aktivierung von Spracherkennung, Sprachsynthese. Diese Option können auf der. Coole Idee. Ja, können wir ja mal anmachen. Starke Fahrhilfen machen das Spiel für jedermann zugänglich. Sie umfassen Brems- und Lenkhilfen für die. Greifen Sie auf alle Einstellungen hinsichtlich Barrierefreiheit. Ah ja. Gucken wir doch direkt mal. Ah ja. Moderate Fahrhilfen. Komm, das machen wir alles selbstständig. So, nur Bremshilfe. ABS. Wir machen jetzt das alles mal so, wie ich Forza Motorsport 7 mit dem Lenkrad fahren würde. Weil dann habe ich den direkten Vergleich dazu. Und eins schon mal vorab. Ich werde mir das alles genau ein bisschen angucken. Ne? Menü und die Cutscenes und Pipapo. Also nicht meckern oder so, wenn da zu wenig Fahrszenen sind. Ich will einfach das ganze Spiel sehen. Okay, Gaspedal. Wie? Ne, nicht unterstützt natürlich. Lenkung normal. Eigentlich sollten wir Simulationen machen. Das probieren wir einfach mal. Ne, notfalls machen wir das wieder aus. Manuelles Einfahren in die Box erlauben. Sie können Ihr Auto direkt in die Box fahren, auch wenn Sie die Lenkhilfe verwenden. Aus. Sie müssen die Taste für die Hilfe für die Box einfach verwenden. Komm, geh wieder hoch. Müssen die Taste für Hilfe für die Boxeneinfahrt verwenden, um die Lenkhilfe zu überwinden und in die Boxengasse einzufahren. Was? Wenn Sie in einem Event der Steuersvollunterstützung und teilweise Unterstützer Lenkhilfe verwenden, kann die Lenkhilfe in der Nähe der Boxengasseneinfahrt reduziert werden. Wir lassen es einfach mal an. Traktionskontrolle. Ein Sport. Dieser Modus erlaubt eine kürzere Schlupfphase, bevor das System eingreift. Aus. Das ist auch ausschalten. Das Ausschalten des Systems deaktiviert die Traktionskontrolle. Wer hätte es gedacht? Wir machen das erstmal alles aus. Wir wollen ein bisschen testen. So, wollen wir direkt manuell fahren? Ja, wollen wir. Mit Kupplung und Handschaltung. Sollen wir das machen? Ja, das machen wir. Hilfe für Boxeneinfahrt. Zurücksetzen auf Strecke. Während eines Rennens kann ungebunden ist schon mal schlecht. Komm.
richtig krämpfende Füße. Also ich mache auch nicht lang. Ich habe noch ein bisschen Arbeit vor mir. Und verwende, um Ihnen zu helfen, in die Boxengasse zu kommen oder um Ihr Auto wieder auf die Strecke zu bringen. Kontextabhängig tippen, um die Hilfe für die Boxeneinfahrt zu aktivieren, wenn Sie sich im normalen Rennen innerhalb der Streckengrenzen befinden. Tippen, um Ihr Auto auf die Strecke zurückzusetzen, wenn Sie von der Strecke abkommen oder falsch herumstehen oder fahren. Zeitabhängig. Tippen, um die Hilfe für die Boxeneinfahrt zu aktivieren. Halten, um Ihr Auto auf die Strecke zurückzusetzen. Das finde ich fast besser. Nee, wir lassen das mal so. Okay, was gibt's noch? Tastenhaltezeit, ja. Streckenlimits. Legen Sie fest, wann Streckenlimits angezeigt werden. Markiert die zulässigen Ränder der Strecke mit Markern oder einem Band, je nach Streckenlimit-Stil. Nö. Brauchen wir nicht. Schnickschnack. Barrierefreiheit. Nein, 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 nein. Microsoft Stefan. Hedda. Katja. Ja. Kann man die sich vielleicht anhören? Das wäre ganz cool. Nehmen wir mal die Hedda. Tonhöhe, Geschwindigkeit. Auch da hört man nichts. Warum? Da muss man doch mal einen Testton abspielen. Naja. Listenposition vorlesen. Position und Zählung. Ausgewählte Gruppe vorlesen. Gruppe. So. Na, 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 na. Im Aktivitätsfeed erscheint eine Nachricht, wenn ein Spieler eine Schnellchat-Nachricht sendet. Nur Gegner, nur Spieler. Nur Freunde wäre cool. Mal nur Spiele. Persönliche Bestleistung. Blablabla. Bla, bla. Aktivitätsfeed. Oh, kriegst du Krämpfe? Na egal. Audio Description. Nee, 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 nee. Brauchen wir nicht. Pfeifen für Blinde. Was ist das? Schaltet Autokollision in Einzelspielerveranstaltungen aus. Kollisionen mit Streckenobjekten treten unabhängig von dieser Einstellung auf. Ein, ne? Also wir haben Kollisionen. Verstehe ich richtig. Denke mal schon. So, bla 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 bla. Ah, da geht aber echt was, ey. Ich hoffe, dass der Ton in Ordnung ist. Wenn nicht, kann ich es auch nicht ändern. Wir gucken ja heute nochmal rein. Am Dienstag der gewohnte Stream. Zusammen mit Maverick. Nicht verpassen. Das könnte lustig werden. So, Spiegel runter Position. Analoger Tacho. Karte drehend. Das wollen wir ein. Yep. Gucken, wie das Schadensmodell von der Steuerung her ist. Das Auto Fortschritt hat ein- oder ausschalten. Achso, ja, ja, man muss ja pro Auto aufleveln. Delta-Balken. Legen Sie fest, welches metrische Delta angezeigt wird. Mal dann lass mal aus. Falsche Richtung, Mini-Bestenliste nur mehr Spieler. Intervallanzeigen, Zeit, Einheiten, Standard. Ja, Standard, ich will auf jeden Fall metrisch. Schnelle Aktion, Streckenwarnung. Streckenlimits. Ja, die brauchen wir jetzt mal nicht, die Pfeile. Namen über Autos
aus. Namen über Autos Mehrspieler. Gamertag, ja. Rivalengeister. Driver Designs. Spieler Designs. Boah, ist das ein Haufen Zeug, ey. Meldungen zu Rennregeln. Rennzähler. Bla bla bla. Warnung für Boxengassenanordnung übers Auto. Geil. In der Detailbeschreibung einfach ein Wort hinzugefügt und das ist einblenden. Naja, okay. Kann man respektive Cockpit, ja. Aber Fahrer eigentlich. Maverick, einen wunderschönen guten Abend. Ach, ich wollte gerade gucken, wie ich jetzt da einen Shoutout mache, aber ich sitze am Lenkrad. Muss ihn selber machen, wenn du willst. Alles gut bei dir. Forza Motorsport. Da ist es. Da ist es. Kannst du mir schon mal Feedback geben, ob der Ton funktioniert? Nicht, dass wir da wieder die Aussetzer haben. Was haben wir hier noch? Datenausgang haben wir aktuell nicht angeschlossen. Also, wenn ich weiß, was es ist. Über den Datenausgang kann man in der IP, oh, Shoutout, kann die IP von einem Tablet zum Beispiel eingeben. Das hatte ich hier eine Zeit lang vorne am Lenker dran. Da kann man dann eigene Tachos erstellen zum Beispiel. Und das funktioniert dann halt 1A. Ja, also ich kann dann schön, ich habe hier mein Tacho dann direkt am Lenkrad, kann dann, was weiß ich, sonst was für eine Kamera machen, wo ich kein Tacho sehe. Ich habe ja alles hier. Selbst erstellte Tachos, Vorlagen von Rennfahrzeugen oder auch von normalen Fahrzeugen. Klingt alles gut. Sehr schön. Sehr schön. Heute finde ich es sehr, sehr wichtig, dass es funktioniert. Aber wenn nicht, dann ist es halt so, ne? Ja, genau. Gucken wir mal hier. Geräusche, bla bla bla. Sowas wie Streamer-Modus. Gibt es nicht. Das ist gut. Dann müssen wir nicht davon ausgehen, dass irgendwelche komische Musik läuft. So. Okay. Leistung RT haben wir gemacht, ja. Muss man das hier ein bisschen dunkler machen. Ich hoffe, das ist für euch dann auch noch okay. Boah, das geht aber echt. So muss ich das schon haben. Bewegen Sie den Regler, bis das Forza-Logo gerade noch zu sehen ist. Ja. In hell, ne? Ja, das werdet ihr wahrscheinlich gar nicht so mitkriegen. Das ist dann die HDR-Ansicht. So, das passt. Aber für mich auf dem Fernseher ist es halt wichtig. Tastatur. Ja, Dienstag, ne? Das sind noch ein paar Tage. Wollen die wirklich, dass ich da eine Tastatur anschließe? Habt ihr einen Macken? Das ist eine Konsole. Ja, ich kann es verstehen von den vielen Knöpfen, die man belegen muss. So viel hat ein Lenkrad gar nicht oder ein Controller. Aber das kann ja wohl nicht sein, dass da hier eine Tastatur benutzt werden soll. So, Lenkrad. Da sind wir zu Hause. Bremse B, genau. Links, rechts. Hochschalten, runterschalten. Kupplung. Zurückspulen mit X. Finde ich aber nicht so schön. Ne, dann machen wir Y drauf. Die da. So. Hilfe Boxeneinfahrt. Da nehmen wir mal X. Pause Menü-Taste, Kamerawechsel, Ansehen-Taste. Nach vorne schauen, nach hinten schauen. Aber nicht. Schnickschnack. Habe ich den überhaupt noch? A hätte ich noch frei. Sonst nichts. Die anderen beiden, die gehen ja nicht. Ich weiß nicht, warum die hier
überhaupt am Lenker dran sind. Ich habe noch kein Spiel gefunden, wo das überhaupt geht. Da blick direkt zurück. Das wäre was für A. Machen wir die schnellen Aktionen. Rechten Stick. Welchen rechten Stick am Lenkrad? Leute! Naja, dann machen wir hier mal auf jeden Fall A für nach hinten gucken. Erweitertes Lenkrad. Das mache ich jetzt nicht. Ah, es könnte sogar sein, dass der ein bisschen was übernommen hat. In anderen Spielen. Na gut. Sprache. Deutsch. Extras. Vorschlag machen. Ja. Sind mir schon ein paar eingefallen gerade. Okay. Ja, sicher speichern. Oh, hier. Es geht los. Hübsch. Wir treffen uns an legendären Kathedralen des Rennsports. Vereint durch Leidenschaft. Getrieben vom Wettkampfgedanken. Ich hoffe, ich muss jetzt nicht gleich einen Rennwagen fahren. Ich habe ja Schaltung mit Kupplung. Stellen wir uns jeder Herausforderung. Wir feiern lauter. Jede eingesparte Sekunde und gehen an unsere Grenzen. Willkommen in einer neuen Ära des Motorsports. Willkommen bei Forza. Ich habe gehört, manche haben gestern schon gespielt, indem sie die Zeit auf Neuseeland gestellt haben. Und da kam es hin und wieder auch einmal ein paar Abstürze. Ja, dass man ins Dashboard geflogen ist. Das ist laut. Kopfhörer. Ich hoffe, die Balance zwischen Stimme und Sprache ist in Ordnung. Ich kann das halt schlecht nachvollziehen, ne? Ich habe keinen Ausschlagpegel. Oh, Maple Valley direkt. Was fahren wir? Oh, Corvette. Was für ein Gang? 3 würde ich mal behaupten. Maple Valley ist die perfekte Strecke, um die neue Corvette E-Ray auf Herzen 4 zu testen. Das ist kein Rennen, aber du bist da draußen nicht allein. Also behalte den Verkehr im Auge. Ja, 4. Die Rennlinie ist der optimale Kurs auf der Strecke. Ist sie blau, gib Gas. Ist sie rot, musst du bremsen. Oh, oh, oh. Das fühlt sich schon mal sehr, sehr gut an. Bremst vor der Kurve und beschleunige an der Kurvenausfahrt. Oh, wow, 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 wow. Okay, Lenkwinkel muss noch eingestellt werden. Finde die für dich optimale Ansicht, aber schaue immer möglichst weit voraus. Ja, wir können mal gucken. Oh, oh, oh. Oh, wow. Kommt immer noch sehr hell vor, muss ich gestehen. Oh, wow, wow. Mal kurzer Kamera-Check. Fühlt sich schon ganz anders an als die vorherigen Forza-Teile.
Finde ich schön. Boah. Ja, ihr habt es gesehen, ich habe alles auf Simulation gestellt. Also muss ich dementsprechend vorsichtig sein. Das ist nur ein Vorgeschmack auf eine typische Trainingseinheit mit wenig Verkehr. Jetzt wollen wir sehen, wie die letzten Runden eines Ausdauerrennens gegen ein komplettes Fahrerfeld aussehen. Nächster Halt, Hakone-Japan. Krämpf im Fuß. Kacke. Trinken. Oh, ich habe heute sehr wenig getrunken. Deswegen. Oh, shit. War eigentlich nichts für Anschaltung. Mit Kupplung. Es sind nur noch ein paar Runden zu fahren. Wir brauchen noch einen Boxenstopp, um frische Reifen aufzuziehen und uns in eine gute Position für das Finish zu bringen. Schöner Boxenstopp. Endlich mal. Links ist Platz. Nutze ihn. Wow, wow, wow. Versuch's. Verbessert. Keine Rentner mehr. Die haben ja immer versucht, auf der Ideallinie zu bleiben. Koste es, was es wolle. Aber das scheint jetzt okay zu sein. Tolles Rennen. Ja, ach da. Da. Willkommen bei Forza. Erster Eindruck. Wow. Wow. Es fährt sich anders. Es fühlt sich anders an. Aber es fühlt sich immer noch wie Forza an. Zu dramatischen Rennen. Das alles erwartet Und das ist dich. Gut. Bist du bereit, deine Motorsportreise zu starten?
Sicher. Bereiten wir uns auf eine neue Rennkarriere vor. Ja. Gazongas. Ah, hier. Männlich. Du kannst später wiederkommen, um etwas anderes auszuprobieren oder einen Blick auf die Neuerungen zu werfen. Okay. Was haben wir denn da für coole Dinge? Das sieht schon mal nicht schlecht aus. VIP. Okay, was haben wir denn dafür? Das gefällt mir schon mal gar nicht so schlecht. Bin ja ein Freund von dunklen Dingen. Ja, dann nehmen wir den. Die Reise eines Autos vom Showroom in den erlesenen Kreis von Siegern ist von tausenden kleiner Entscheidungen geprägt. Jede Komponente, jedes Detail, sorgfältig ausgewählt von grandiosen Ingenieuren, die wissen, wie man die Grenzen eines Autos sprengt, wie man die letzte Zehntelsekunde aus ihm herausholt. Dabei entsteht etwas, das ein einzigartiger Ausdruck ihrer selbst ist. Hier beginnt die Reise jedes Autos. Wer ein Builders Cup Champion werden will, muss der Konkurrenz immer einen Schritt voraus sein, wie es am Renntag ernst wird. Offline? Für unsere erste Serie stehen dir verschiedene Autos zur Verfügung. Sie bilden alle eine solide Grundlage für dein Bild. Also wähle ein Auto, das dich anspricht. Die Wahl eines Autos ist ein wichtiger erster Schritt für was jedes Builders Cup Team. Moment. So, hier ist schon live. Chat. So, falls gerade was geschrieben wurde. Der Chat war offline. Keine Ahnung warum. Jetzt bin ich wieder online. Ja, Subaru wäre jetzt schon mal so eine erste Wahl für mich. Nee, Mustang eigentlich nie. Der Ford Mustang ist als erstes Ponycar eine amerikanische Legende. Dieses GT-Modell ist Schöne und Biest zugleich, wenn es seine ungezügelte V8-Power für beeindruckende Rundenzeiten auf die Hinterreifen überträgt. Ich habe allerdings einen Subaru ausgewählt. Oh, wie kann das sein? Ein Forza Motorsport war noch nie verpackt. Ich kann es kaum erwarten, das Baby auf der Strecke zu sehen. Ich auch. Und dann ein Replay zu sehen. Hier erschaffst du dein bestmögliches Rennerlebnis, indem du den Schwierigkeitsgrad und das Regelwerk anpasst. Wenn sich deine Fähigkeiten am Steuer verbessern, erhöhst du den Schwierigkeitsgrad, um noch mehr Credits zu verdienen, mit denen du neue Autos kaufen kannst. Mhm. Höhere Werte bewirken schnellere Rundenzeiten von KI-Gegnern durch präziseres Beschleunigungs-, Brems- und Kurvenverhalten. Erreichen Sie Platz 1, 2 oder 3, um einen Bonus zu erhalten. Ich hätte ja gerne, dass sich das automatisch anpasst. Also wir gehen mal auf 50%. Das ist meistens okay. So, eine gute Herausforderung mit geringerem Fokus auf Rennstrategie und auf das Schneiden der Strecke beschränkten Strafen. Fahren Sie auf Platz 1, 2, 3, um den Bonus zu erhalten. Clubregel: nur kosmetischer Schaden, zurückspulen begrenzte Strafen. Sportregeln: simulierter Kraftstoff und Reifen, zurückspulen moderate Strafen. Das machen wir mal. Mir geht es ja gerade so ein bisschen um das Zurückspulen.
Lass auch mal direkt Experte machen. Das kann man ja bestimmt noch anpassen, ne? Aber das dann halt, ne? Da was Blödes passiert, kannst du nicht mehr zurückspulen. Aber das machen wir. Ja, jetzt kann man jederzeit ändern. Grand Oak. Die kenne ich nicht. Tatsächlich. Ich find's zu hell. Vor dem Rennen musst du einige Trainingsrunden fahren. Das ist deine Gelegenheit, dich mit dem Streckenlayout und dem Handling des Autos vertraut zu machen. Ich habe eine Zielzeit vorgegeben. Wenn du Probleme hast, diese Rundenzeit zu erreichen, solltest du vor dem Rennen vielleicht den Schwierigkeitsgrad anpassen. Also, los geht's. Okay. Aber erstmal will ich nochmal hier nach Video. So. Also dunkler geht's halt nicht, ne? Das bringt ja auch nicht viel. Das sind halt meine Nits. Ja, machen wir mal so. Okay. Was kann man denn hier machen? Autotunen. Kraftstoffreifen. Wir gucken einfach mal rein. Beim Tuning geht es darum, kleine Änderungen am Setup des Autos vorzunehmen und diese im Training auf der Strecke zu testen. Okay. Einige Upgrade-Teile enthalten mehr Tuning-Optionen, mit denen du eine noch größere Kontrolle über die Leistung deines Autos hast. Da muss man natürlich erst die Teile aufrüsten, dass man hier was machen kann. Aber es ist wieder alles dabei. Oh, hier. Oh. Oh. Ja, Lenkbereich 100%. Das ist 900 Grad Winkel, das Lenkrad. Was einem echten Fahrzeug entspricht. Das kann bei Rennen schon mal ein bisschen komisch sein. Force Feedback fand ich eben gar nicht so schlecht. War ein bisschen straffer, aber es war okay. Lassen wir erstmal so. Fahrstil, Kraftstoff und Reifen. Rennlänge sind Schlüsselfaktoren bei der Bestimmung unserer anfänglichen Kraftstoff- und Reifenstrategie. Wählen wir eine begrenzte Kraftstoffmenge und weiche Reifen für ein leichtes und schnelles Auto? Oder tanken wir voll und ziehen härtere Reifen auf, um erst später in die Boxengasse zu müssen? Die Teams müssen das Kosten-Nutzen-Verhältnis jeder Entscheidung abwägen. Wir sollten mit dem Setup experimentieren, um die beste Kombination für das jeweilige Rennen zu finden. Kommt nur mir das so hell vor oder ist das es wirklich Training so hell? Das ist ein wichtiger Teil jeder Rennveranstaltung, da du dich mit deinem neuesten Bild mit der Strecke vertraut machst. Im Laufe des Trainings erhältst du Credits und wir erfassen die Rundenzeiten, um vor dem Rennen zu analysieren, wie du gegenüber der Konkurrenz abschneidest. Mhm. Jede Trainingssitzung hat eine Zielrundenzeit, die auf ihrer Driver-Tasch-Schwierigkeit basiert. Bleiben Sie innerhalb dieser Zeitvergabe, erhalten Sie einen AEP-Bonus und haben einen guten Anhaltswert, ob Sie im Rennen konkurrenzfähig sein werden. So, gucken wir mal. Oh. Ganz schön laut, warte mal. Bisschen leiser machen wir. Ja.
sieht so trübe aus, so hell. Oh, ich rutsche. Was ist mit Kupplung? Langsamer schalten, okay. Fühlt sich sehr gut an. Wirklich. Mal gucken, dass wir eine ordentliche Zeit kriegen. Oh. Verbockt. So, einmal kurz so fahren. Schlechter. Gut, die Trainingsrunden sind abgeschlossen. Du kannst das Training jederzeit beenden oder weiter gute Rundenzeiten fahren, bis die Sitzung endet. Natürlich will ich die Zeit knacken. Ist ja klar. Es fühlt sich allgemein langsamer an als die vorherigen Teile. Lässt sich sehr gut fahren, wirklich. Oh.
So, ich will die Zeit noch mal kurz unterbieten. Achso, guck mal, das Training endet eh in 7 Minuten. Boah, Digga. Keine Frage, das ist gut. Das habe ich bei jedem Motorsport habe ich es bemängelt, dass wenn man gerammt wird von einem anderen, dass man auch eine Strafe kriegt dafür. Auch wenn man nichts dafür kann. Relativ gut fangen lassen, das Ding. Ein Problem mit der Schaltung. Was ist da los? War gut die Zeit. Aber ja. Training beenden. Das war ein tolles Training. Das Rennen kann kommen. Krampfe, Mann. Ganz schlechter Zeitpunkt gerade. Ich trinke nochmal was. Scheide. Ah, haben wir uns was verdient? Können wir was basteln? Muss ja erst kaufen irgendwo, ne? Das geht dann hier wahrscheinlich nicht. Nö. Gut, dann brauchen wir da gar nicht gucken. Oh, verdammt, ey.
Gleich geht's weiter. Was sagt ihr zu der Helligkeit? Ich finde es zu hell, also... wie soll ich sagen? Für mich sieht es trübe aus. Aber wir versuchen es einfach mal. Wie gesagt, ich mache eh sehr bald wieder Schluss, da ich noch Sachen zu erledigen habe. Ich wollte nur schon mal reingucken in das Ganze. Diese erste Veranstaltung hat ein breites Teilnehmerfeld. Du hast reichlich Zeit, dir die Konkurrenz vor dem Rennen anzusehen. Ja, muss ich aber nicht. Was? Ah ja, zum Rennen. Oh, mein Fuß. Ich hätte aber auf Automatik schalten können, ja. Stellen können. Damit mein Fuß nicht so... Da krampft echt. Kann ich das immer noch? Naja, ne? Oh. Jo, Digga. Gut. So, hier machen wir direkt mal eben auf Automatik. Das geht mit... Ah, oder? So, machen wir so. Ohne Kupplung einfach. Ja, ich muss das eben machen wegen meinem Fuß. Ich an. Ein Neustart? Nein, doch. Ja, ja. Okay. Aua. Oh, ich das hasse, ne? Es kommt wieder die kalte Jahreszeit. Da habe ich sehr oft Krämpfe, meistens nachts. Das ist schlimm, ey. Ich hatte jetzt ungefähr 1,5 Jahre Ruhe davor. Keine Ahnung warum. Na, vielleicht 2 Jahre schon. Aber... ja, seit einer Woche ist es wieder da. So, dann fahren wir mal ein Rennen. Ja, ich werde alt, genau. Das sind so die Problemchen der alten Leute. Krämpfe hier, Krämpfe da. Rücken tut weh. Und so weiter. Ja, ich kann es nicht abstreiten. Ich kann es nicht abstreiten. So, jetzt aber. Manuelle Schaltung ohne Kupplung. Also mit den Pedals. Leute, vorsichtig. Oh. Vier Runden. Eben habe ich die KI noch gelobt und schon fangen sie an zu rempeln.
Technik. Ah, vor lauter Lesen. Digga, Digga. Am Lenkwinkel muss ich noch ein bisschen was einstellen. Ein bisschen zu weit. Oh, das ist schon Runde 3. Verdammt. Ist tatsächlich sehr gut spielbar, muss ich einfach mal sagen. Was mich jetzt gerade stört, was bei euch nicht der Fall sein wird, ich habe den Superbass aktiviert an den Kopfhörern und das dröhnt ganz schön, ey, mein lieber Mann. Fünfter. Exzellent. Mit vollständig aktivierten Forza Race Regulations ohne Strafe ins Ziel. Da? Die in jedem Rennen fortsetzen. Serienpunkte bestimmen unsere Gesamtplatzierung. Stehen wir am Ende der Serie auf Platz 1, gehört die Trophäe der jeweiligen Serie uns. Na, das kriegen wir ja wohl hin. Schön gemacht. Die erste Veranstaltung wirklich des schön. Cup wäre abgehakt. Du bist gut gefahren heute. Ah ja. 21.900 Credits verdient. Fahrerstufe 1 fast erfüllt. Wenn sich die Autos verbessert, werden neue Teile freigeschaltet, mit denen wir die Leistung des Autos erhöhen können. Hey, Felgen haben wir gekriegt. Breite Reifen, das bringt uns aber erst was, wenn wir auch ein bisschen Power haben. Also ein kleines bisschen breiter können wir schon gehen, wegen Grip. Felgengröße. Ah, ein Stabi, das ist schon mal nicht verkehrt. Wir sind bereit für unsere fortsetzen. Nächste Veranstaltung. So. Nein, das Replay hier gucken wir uns noch nicht an. Wolkig, leichter Dunst auf Mugello. Das könnte schön sein.
Zwischen den einzelnen Veranstaltungen hast du die Möglichkeit, dein Auto aufzurüsten. Nutze die wertvollen Autopunkte, die du verdient hast, um neue Tuning-Teile zu kaufen. Neue Teile werden freigeschaltet, wenn du die Stufe deines Autos im Laufe der Serie erhöhst. Ja, guck mal, 547 haben wir und bis 600 Leistungsindex können wir hoch. Wenn da geht doch noch was. Wenn du die Stufe deines Autos erhöhst, erhältst du Autopunkte, kurz AP. Mit deinen AP kannst du Tuning-Upgrades für dein Auto kaufen. Experimentiere mit verschiedenen Teilen. Wenn ein Teil nicht das gewünschte Ergebnis liefert, entferne es einfach wieder. Du bekommst die AP zurück und kannst es mit einem anderen Teil probieren. Das ist halt geil, ne? Dass man die AP zurückkriegt. Nicht so wie bei den ersten Teilen, da konnte man, also bei den ersten Motorsport-Teilen, da konnte man die erstandenen Teile wieder verkaufen, aber für einen Bruchteil von Geld. Das hat nicht viel gebracht. Die konnte man dann auch eigentlich behalten. Kein Auto gleicht dem anderen. Jedes Auto hat seine eigenen einzigartigen Teile. Wenn du die Stufe des Autos erhöhst, werden neue Teilekategorien freigeschaltet. Durch den Einbau von Teilen ändert sich die Leistung des Autos. Der LI-Wert wird dann neu berechnet, um die Änderungen wiederzuspiegeln. Der LI eines Autos wird durch sein Leistungsniveau bestimmt. Je schneller das Auto ist, desto höher ist sein LI-Wert. Autoklassen entsprechen einem vorgegebenen LI-Bereich. Jede Veranstaltung hat eine Autoklasse und ein LI-Limit, unter dem wir bleiben müssen, um teilzunehmen. Das ist wirklich ein kompletter Neustart der Serie. Das sind eigentlich Dinge, die man schon immer hatte. Behalte immer ein Gleichgewicht aus Leistung und Handling. Aber hier dann fürs neue Publikum. Ein zu starker Fokus auf einen Bereich kann sich negativ auf unsere Konkurrenzfähigkeit auswirken. Experimentiere herum, um einen für dich geeigneten Build zu finden. Bei einem schnellen Upgrade werden automatisch Teile installiert und es entsteht ein Auto mit ausgeglichener Leistung. Was wäre denn auswählen jetzt? Einstellung verwalten, schnelles Upgrade. Achso, muss ich drücken. Ja, deswegen leuchtet das auch. Hier siehst du, wie sich die Leistung deines Autos verändert, wenn wir diese Teile einbauen. Ja, da haben wir doch schon was. Sieht doch ganz okay aus. Von 547 auf 566. Okay, wir haben ein paar neue Teile installiert. Auf zu unserer nächsten Veranstaltung. Jupp. Upgrades abschließen. Auf nach Mugello. Jawohl. I contemperamento e pura ava. Wie der Franzose sagt. Mugello ist eine coole Strecke. Ah, die Kurzversion. Mir ist trotzdem geil. Oh, guck mal hier, die Details. Junge. Eigentlich sollten wir ja mal... Die einzelnen Fahrhilfen auf die Steuerung des Autos auswirken, verändere sie am besten nur nacheinander. Eigentlich sollten wir mal gucken, wie es im Qualitätsmodus aussieht. Aber das sind halt nur 30 Frames, ne? Und wenn ich das jetzt mache, muss ich das Spiel neu starten. Dadurch wird der Stream unterbrochen. Das machen wir jetzt nicht. Geh in den Trainingsrunden mit deinem neuen Bild ans Limit, um die Zielzeit zu erreichen. Bild. Ja, dann gehen wir mal ans Limit. Während des Trainings passierst du ausgewählte Streckensegmente, die für schnelle Rundenzeiten entscheidend sind. Deine Zeit wird in Schlüsselsegmenten registriert. Verbesserst du deine Zeit, erhältst du einen Fortschrittsbonus für deinen Wagen. Okay. Oh, hier sind wir schon.
schön, ne? Steht in die Uhrzeit. Die wir nutzen können, um seine Rundenleistungen zu analysieren. Wir stoppen seine Zeiten in Schlüsselsegmenten, um zu ermitteln, Toffel, wo du deine Fahrtechnik noch verbessern kannst. Experimentiere mit Brems- und Beschleunigungspunkten und finde deine perfekte Linie, um in jeder Runde wertvolle Sekunden zu sparen. Aber bis durchs Bodenblech. Das kannst du aber glauben. Schön aus, oder? Doppel. Ich find's. Ja, ich weiß nicht. Ich find's ein bisschen hell. Ein bisschen. Ne? So ein bisschen. Ich weiß nicht. Ich würde sagen, es liegt am Fernseher, aber das ist ein guter Fernseher. Und andere Spiele sehen da drauf perfekt aus. Müssen wir mal ein bisschen rum experimentieren. Kameras können wir auch mal rumexperimentieren. Wie geht's da nicht, Doppel? Was macht deine Hand? Deine schnellste Zeit in diesem Segment. Mach weiter so, dann haben wir heute. Das ist jetzt übrigens Performance-Modus mit Raytracing. Ist gerade schwer zu lesen. Hand ist immer noch taub. Und heute noch würde diesen. Schnelle Trainingsrunden. Nein. Gut, es wird Zeit für das Rennen. Mach keinen Scheiß, Alter. Das ist ja ärgerlich. So kurz vor Rückgabe, ne? Das wäre doch jetzt bald gewesen. Gut, ich sag mal, solange du die Schuld bist, alles okay. Ist hier noch was passiert, zusätzlich? Wow, wow, wow. Das ist geil. Ich krieg nasse Hände so langsam. Ich glaube, ich muss gleich meine Rennhandschuhe anziehen. Ach, das ist doch kacke. Jetzt kann ich jetzt mit der scheiß Versicherung rumärgern. Oder mit dem Leasinganbieter.
das gut fahrbar, ey. So geil. Ja, so ist es halt schon extrem dunkel, ne, durch die Windschutzscheibe. Wir machen es mal so. Das sind mir immer die Liebsten. Nö, das war auch schon. Das habe ich nicht gemacht. Junge, Junge, Junge. Aber schön, dass die Polizei das dann regeln konnte. Immerhin. Ja, aber klingt danach nichts Wildes, ne? Ich denke mal eine kleine Beule oder eine Schwamme. Auto ist noch fahrbereit, ne? Mann, lässt sich das super fahren, ey. Ich will gar nicht aufhören mit der Trainingssession. Aber machen wir, damit wir das Rennen fahren können und im Anschluss Replay. Schrauben wir hinten links über den Radlauf. Das geht ja noch. Das geht ja noch. Und da die Polizei das alles aufgenommen hat, wirst du auch keine Probleme kriegen wegen Wertminderung im Leasingvertrag und so. Alles gut. Alles gut. Das ist ja schon mal was. So, zum Rennen. Wollte ich noch irgendwas umstellen? Komm, wir gehen noch mal ganz kurz in die Einstellung. Wegen hier. Video. Also dunkler geht's halt nicht. Ne? Was soll ich tun? Das können wir hier nicht umstellen. Muss im Hauptmenü. So, aber das muss... 130. Mal gucken, vielleicht. Oder soll ich mal auf Voreinstellung zurückgehen? Wie es dann aussieht. Also ich sollte in diesem Feld kein großes schwarzes FM sehen. Ja, ich sehe es aber trotzdem. Ach, ich weiß warum. Das ist so ein bisschen ärgerlich. Wenn ich über die Capture-Card aufnehme, dann muss ich halt immer alles verstellen auf. Nicht so toll. Wenn ich dann am Fernseher bin, müsste ich alles wieder umstellen. Das ist ein bisschen doof. Aber ja, ich habe es ja heller gemacht auf der Xbox selbst für die Capture-Card. Deswegen ist es hier so hell. Ja, dann... Ich will das jetzt nicht beenden. Nicht, dass der Stream jetzt abkackt. Nee. Wir machen mal weiter. Fürs nächste Mal stelle ich es dann ein. Dass wir einen schönen kräftigen Kontrast haben und so. Steht es momentan auf Standard-Farbtiefe. Normalerweise habe ich es auf PC-RGB, also der erweiterte Kontrastmodus. Und dann sieht es halt geil aus. Und dementsprechend habe ich den Fernseher auch eingestellt. Ja. Gucken wir mal, ob wir mit den kleinen Verbesserungen
bessere Chance haben. Ja, die gehen aber doch noch gut ab. Ne? Hey, Digga. Von vier Runden hinkriegt, da einigermaßen wieder nach vorne zu crashen. Aber ja, wenn die Fehler machen, dann helfen die mir natürlich. Oh, der Sonnenstand hat sich geändert. Das sieht schon schöner aus. Wie sie es versprochen haben, jedes Rennen ist anders. Sehr schön. Ach, Toffel, du kannst mal was ausprobieren. Schreib mal in den Chat Ausrufezeichen SO, dann drei Zeichen, add deinen Namen zum Beispiel. Ich will mal gucken, ob du die Berechtigung hast, einen Shoutout zu machen. Es dürfte eigentlich nur ein Mod. Aber es interessiert mich jetzt mal, ob du das auch kannst. Geht nicht. Ah, okay. Gut zu wissen. Danke dir. Wird es gerade dunkel? Ja, klar. Die Sonne geht unter. Sehr geil. Anziehen. Ich merke es gerade wieder mit den verschwitzten Händen. Ja. So, Handschuhe. Gut gemacht. P4. Danke. Ja,
Von 5 auf 4. Sehr schön. Warum ist Ronza eigentlich grün? Wer soll das sein? So, jetzt will ich mir mal ein Replay angucken. Bin gespannt, wie das aussieht. Ja, aber schön gemacht. Endlich mal so ein bisschen was für, ja, zum Gucken. Das haben wir wieder gekriegt. Zeig mal. Scheibe. Kupplung. Kraftstoffanlage. Das sind bestimmt auch bis zu 10 PS. Oh, Federndämpfer. Very nice. Nur noch very eine nice Veranstaltung in der Serie. An die Arbeit. Hier, Lami, bin ich noch nie gefahren. Noch nie. Ich habe die Strecke selbst erst Anfang des Jahres erstmal gesehen. Bin ich noch nie gefahren. Was haben wir da? Heraufziehende Wolken. Das sieht bestimmt auch geil aus, ne? Machen wir es so. Das ist dann unsere Aufzeichnung, die wir uns angucken. So. Leitung. Machen wir wieder schnelles Upgrade. Oh ja. Von 5,66 auf 5,94. Oh nee, ne? Oh. Ach, jetzt geht das mit der Handschuhe nicht. Kack, komm, lass ja aus. Die Fingerkuppen abschneiden oben. Das mache ich. Aber nicht jetzt. So. Bestätigen. Dann fahren wir das Ding noch und dann machen wir Tuck. Oh, hier. Tüftler. Ach, das läuft doch. Der Wagen scheint bereit läuft zu sein. Läuft. Läuft gut. Gesamtwertung von Platz 5 auf Platz 4. Das ist das dritte und letzte Rennen der Serie. Und wir haben ordentlich aufgerüstet das Auto. Also, ich hoffe doch mal, dass es jetzt besser wird. Allerdings kenne ich die Strecke überhaupt nicht. Null. Also da muss ich dann selber erstmal rauskriegen, wie man die fährt. Aber das kriegen wir schon hin. Übrigens, Maverick, du alter Mod, wir haben es gerade mal ausprobiert. Toffel hat probiert, einen Shoutout zu machen. Das hat nicht funktioniert. Er ist kein Mod, er hat nicht die Berechtigung dazu. Twitch funktioniert. Nicht, dass da jeder reinkommt und ballert sich da die Shoutouts rein. Nur Mods. Tipptopp. So. Ah, hier rennen. Schön gemacht alles, ne? So schön in Szene gesetzt. Wie gesagt, erstmal Strecke kennenlernen. Die kenne ich nicht. Ja, genau. So war das geplant. Ich wusste aber nicht, ob es funktioniert hat. Aber es geht. Kann sein, dass die Strecke bei Race Driver Grid dabei ist. Oder Grid, wie es heutzutage heißt. Grid Legends.
Der Streckenverlauf kam mir gerade doch ein bisschen bekannt vor. Kennenlernen. Das ist immer so eine Sache. Ein Scheiß mit dem Handy. Wenn der Bildschirm ausgeht, sehe ich den Chat nicht mehr. Ich meine, man konnte das sogar irgendwo einstellen, ne? Dass der Bildschirm bei bestimmten Apps nicht ausgeht. Das habe ich, glaube ich, schon mal erwähnt, aber noch nicht danach geguckt. Ich höre ja gleich auf hier. Dann habe ich vielleicht auch ein bisschen Zeit, da mal kurz reinzugucken, bevor ich hier weiter Haushalt mache. Vor 13 bin ich gefahren. Wow. Später bremsen und mehr bremsen. Ja. Verschaltet. Verpackt.
Müssen wir immer noch 3 Sekunden gut machen. Für das Bonusziel. Wow. Trainingsleistung. Wir sind bereit für das Rennen. Muss noch eine Sekunde besser werden. Wird. Jawohl. Geschafft. Okay, auf zum Rennen, dann Replay, dann finito. Was haben wir? 8:30. Morgen wird der Müll abgeholt. Ich muss den ganzen Müll noch zusammen machen. Also Papiermüll. Sehr viel bestellt in letzter Zeit. Überall Kartons rumstehen. Du kannst vor jedem Rennen deine Startposition anpassen. Überquerst du die Ziellinie als Erster, Zweiter oder Dritter, erhältst du einen Podiumsbonus. Die Höhe dieses Bonus basiert auf der Startposition und den Schwierigkeitseinstellungen. Je mehr du riskierst, desto höher wird der Bonus ausfallen. Ja, sicher. Ah, guck, voraussichtliche Platzierung passt sich an. Sag mal. Habt ihr einen Schuss? Wenn ich als Dritter starte, werde ich voraussichtlich Erster bis Dritter. Ja, wir fahren mal schön im Mittelfeld und arbeiten uns mal daran. So. Letztes Rennen der Saison. Oh, geil. Dunkel. Es gibt ein geiles Replay dann. Ich weiß nicht so genau, was ich von der Bildqualität halten soll. Klar, die Figur ist schön scharf, aber schon das Auto dahinter hat schon eine Tiefenschärfe. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Komm, wir fahren mal. Daumen drücken, Leute. Es wäre eine Schande, wenn ich bei einem Forza Motorsport das erste Event nicht gewinne. Also, es werde ich eh nicht gewinnen, aber wenigstens mal ein Rennen davon.
unbekannten Strecke. Auf Bau. Dafür neu. Wow. Digga. Keine Frage. Okay. Hey. Wow, wow, wow. Also die Konzentration jetzt. Bleib aggressiv, aber sieh zu, dass du nichts rammst oder die Strecke verlässt. Wir können keine Zeitstrafen brauchen, die unsere Chance auf einen Spitzenplatz schmälern. Gesamtzeitstrafe beträgt etwa eine halbe Sekunde. Die Ausmaße der Fahrzeuge, muss ich gerade feststellen, sind ein bisschen anders wie bei den vorherigen Fällen. Muss man ein bisschen mehr aufpassen wegen Abstand. Wow, 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 wow. Ich gebe ja mein Bestes. Dritter. Wow. Wer hätte es gedacht? Oh, wie sieht es denn innen aus im Dunkeln? Aber super empfehlenswerter Spiel. Jetzt schon. Das ist so anders als die vorherigen Teile. Und anders im Sinne von besser. Es ist wirklich besser. Ich hatte schon Bedenken durch die neue Physik-Engine, dass es da Probleme gibt. Aber nö, es ist besser. Ich hab doch Blick nach hinten, da war gemacht. Eieiei. Geht nicht. Alle Beine nach vorne, ne?
Gib mir eine Runde mehr und ich krieg die. Eine Runde mehr nur. Dann kriege ich die auf jeden Fall. Zufrieden ist relativ zufrieden. Willkommen beim Builder's Car. Tutorial für den Karrieremodus abgeschlossen. Und auf den dritten Platz hochgesprungen. Achso, ne, halt. Das ist nur die Veranstaltung. Insgesamt aber auch auf dritter. Schön. So, Replay gucken. Ah, ja, gleich. Ja, ich sehe mein Auto auf dem Treppchen oder vorm Treppchen. Jawollo. Guck mal hier, Training 6950, Rennende 5000, VIP-Bonus 12000, Schwierigkeitsbonus 2000, Regelbonus 550, Startfeldbonus 1250. Ja, ist doch schön. Gratuliere! Wir haben gerade unsere erste Builders Cup-Trophäe gewonnen. Ein schöner Start für unsere Sammlung. Getriebe, Differential, Antriebswelle, Reifenmischung, Zündung, Heckflügel. Ich finde es ja geil, dass sie die gleichen Symbole genommen haben wie beim vorherigen Teil. Immerhin. So, Aufzeichnung ansehen. Jetzt bin ich mal gespannt, was das hier leistet. Ausblenden. Schön. Das ist schön. Ich meine, Replays konnten sie schon immer gut. Da muss ich aber sagen, die Inszenierung der Replays ist bei Gran Turismo einiges besser. Es sieht richtig filmreif aus. Aber auch da haben sie mal sich ein bisschen dran orientiert. Ja, mit tiefen Schärfe und Kameraeffekten. Das sieht schon besser aus.
Nächstes Mal müssen wir uns den Grafikmodus mal angucken. 30 Frames dann nur, aber man muss ihn, glaube ich, mal gesehen haben. Ja, das war schön. Wie nur das Auto im Fokus war, alles andere war unscharf. Und auch hier so ein bisschen Bewegung drin in der Kamera. Ist cool. Und für diejenigen, wo jetzt sich denken, Raytracing, was, wie, wo? Man muss einfach nur mal auf die Spiegelungen achten. Ne, wie sich, also was sich alles im Fahrzeug oder an der Karosserie des Fahrzeuges spiegelt, das sieht schon sehr, sehr gut aus. Ne? Sehr realistisch. Da haben wir jetzt nichts gesehen natürlich. Vorführeffekt. Aber ja, die Digital Fountain, wie wir gesagt haben, das ist nicht das, was in den Trailern versprochen wurde. Da war es um einiges heftiger. Ne, das, die Raytracing-Effekte und auch Beleuchtungseffekte. Aber jo, ist halt so, ne? Ich meine, selbst auf dem PC. Da haben sie es auch getestet und haben alles voll reingeknallt, was möglich ist. Und auch da sieht es nicht so aus wie in den Trailern. Ja, was soll man sagen? Das ist ja eigentlich gang und gäbe, ne, dass die Trailer immer schön gemacht werden. Die Umsetzung auf die entsprechenden Plattformen dann aber nicht so klappt. Was aber bei Forza nie der Fall war. Also man kann sich ruhig mal alle Trailer angucken, der Motorsport-Reihe, alle Trailer der Horizon-Reihe. Das war immer genau das, was man versprochen bekommen hat. Na gut, ich könnte mir vorstellen, dass da über Patches in den nächsten Wochen sich noch einiges tun wird. Kann man sonst noch machen? Frame, Forward Spring, Kameratyp, ja. Auto wechseln, Telemetrie. Finde ich eigentlich auch immer sehr interessant. So, jetzt nicht unbedingt das. Hallo? Ah, mit Schalten. Ah ja. Reifen. Aufhängung. Hast du das auch gehört? Okay, Kräfte. Reifenverschleiß. Ja, kaum Abnutzung, das ist gut. Super. Sturz. Da habe ich so beim, lass das mal Forza Motorsport 4 gewesen sein. Da habe ich beim Tuning sehr viel mit dem mit der Telemetrie gearbeitet. Was du da rausholen kannst, ne? Wenn du dann den Sturz einstellst, den Reifendruck veränderst, was auch immer, Tieferlegung, Winkel der Spoiler, das ist unglaublich. Das war halt der Knopf. Temperatur, alles tipptopp. Schaden haben wir keinen. Allgemein. Ja. Das war Forza Motorsport 1, 8,
Keine Ahnung. Eigentlich 8, aber ich bin kein Fan davon, 1 zu sagen. Mehrere Serien oh, hier. Von Autogruppen, die technisch Porsche. Und fahrerisch einzigartige Herausforderungen darstellen. Der Abschluss einer Tour schaltet einzigartige Belohnungen frei. Kehre regelmäßig zurück, da immer wieder neue Touren mit neuen Belohnungen veröffentlicht werden. Okay. Finde ich gut, dass wir schon mal ein GT2 RS gekriegt haben. Treuer Fan. Weißer, grau gemusterter Rennanzug mit hellblauen Handschuhen und Forza-Logos. Helm in grau, türkis, pink mit Aufklebern der Autogruppe. Danke, dass Sie ein Motorsport-Fan sind. Hier sind einige Belohnungen, die Ihnen den Einstieg erleichtern. Das finde ich halt immer geil, ne? Die treue Belohnungen. Kriegt man immer Autos, also spezielle Sondereditionen, ne, die man so im Spiel nicht kriegt. Oder jetzt auch Anzüge mittlerweile. Einfach weil man die vorherigen Teile gespielt hat. Das alles? Normalerweise kriegt man da mehr. Aber macht ja nichts. Können wir nochmal kurz gucken. Practice Performance. Empfohlen. Track Day. Ja, das sieht nach viel aus. Nach viel Unübersichtlichem. So im ersten Moment. Einfach mal, was da alles gibt. German Rivals. JDM Legends. Mhm. Power Tour, die Muscle Cars, nice, Legacy Tour, oh ja, cool, schönen alten geilen Schlitten, offene Klasse, geil, C, B, A, S und ja, das ist dann wohl X, hieß das in den alten Teilen. Unbegrenzt. Jo, da geht was. Ne, das sind jetzt 4 nicht 4 Rennen, 4 Veranstaltungen, weil guckst du hier? Nee, Quatsch, die hatten ja nur das Tutorial. Das war ja nur das Tutorial. 3 Rennen, okay. Ein Strich ist ein Rennen. Aber hier sind es verschiedene Anzahl von Rennen. Also hätten wir das mal schnell überschlagen können. Aber scheint ein bisschen was zu sein. So, dann gehen wir mal zurück. VIP. Da. Noch ein Auto geschenkt. Leider nicht das, das ich fahre, aber ähnlich. i30. Also Baru. Forza Edition. Das sieht schon geil aus, ne? Geil gemacht. Was kriegen wir noch? Eine Stingray. Guck mal hier. Wie würde mein Sohn jetzt sagen? Bumblebee! Mhm. Den habe ich im Digital Foundry Video heute gesehen. Das ist sehr schön gemacht. VIP Gold. Gold muss nach Rennanzug. Bla. Den habe ich schon gesehen vorhin. Den habe ich schon an. Ja. 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 Noch ein Golf Air. Oh, eine Supra MK5. BMW, um genau zu sein.
noch eine Corvette. M4, sehr schön. Carrera S. 500.000 Piepen. Ah, das hört ja gar nicht mehr auf. Renntag, Autopaket. Schön, aber BMW. Warte mal. Du wirst gebannt für 24 Stunden. Meiner war schöner. Ja, ich hoffe, dass es da eine ordentliche Verspoilerung gibt für den M4. Die Niere. Nee, ich kann mich da nicht dran gewöhnen. Nullstens. Junge, kriege ich aber einige Fahrzeuge. Hört ja gar nicht mehr auf. Geiles Auto, ne, der NSX. Oh Gott, Open Wheeler. Ach so, so meinst du das. Ja. Z4 steckt da drunter, glaube ich, ne? Da ist die Supra wirklich schöner. Oh, Racing Golf. Das war's. Du. Gucken wir mal. Einfach mal ein bisschen durch, bevor ich hier Tuck mache. So, wenn hier. Hallo bei Forza Motorsport. Wer hat das übersetzt? Hehe. Ich sehe hier oft MK5. MK4 auf der Straße? Ich habe, glaube ich, noch keinen gesehen. Im Museum ja, aber auf der Straße noch nicht. Das ist schon geil, ne? Ich habe unten einen als Modellauto, so groß. Der orangene von Fast and the Furious. Metallmodell, richtig schön. Ja, Rennen ist die Geschichte von eben. Mhm. Autos. Willkommen im Showroom. Einfach mal gucken. Hier findest du hunderte von Autos von wie viele Dutzend Herstellern. Es gibt hunderte. Filtern. Da zeigt er doch normalerweise die Anzahl an. Nee. Aber ja. Da geht ein bisschen was. Führer. Alpha, Alpine, C, Polo, können wir machen, so, es geht einfacher. Aston Martin. Oh, hier, der e-tron ist dabei. Ist ja schon schick. Da kann man nichts sagen. Schön. Was? War da kein A4, B5? Oh, Leute. Warum? Schade. Den hatte ich mal, den A4, B5. Also, das ist die Modellvariante. Aber als Limousine. Scheint schon ein paar zu sein, ne? Ja, M3, M4, M8 ist auch schön, ne? Ist schon schön. Da, Z4, M5, ist mein alter Fünfer dabei? Ich glaube nicht. Oh, Leute. Warum nimmt ihr immer die guten Autos raus? Cadillac. Ja.
Hat da Auto, hat da. Oh, das wird mir viel, viel Freude machen. Geil. Also jetzt schon mal vorab. Die nächsten Streams werden sich aufteilen zwischen Starfield und Forza Motorsport. Da wird was gehen. Und dann müssen wir mal gucken, dass wir vielleicht zwei feste Tage ansetzen, anstatt nur einen. Dass wir vielleicht dienstags bei Forza bleiben und donnerstags bei donnerstags bei Starfield. Wobei Starfield ist, die 2 Stunden reichen nicht bei Starfield. Da passiert nicht viel. Aber freitags kann ich auch nicht immer. Wir gucken einfach mal. Wir gucken einfach mal. Wir können Donnerstag ja mal festhalten, also Dienstag und Donnerstag. Das werde ich dann auch in den Streamingplan eintragen. Und dann gucken wir mal, wie es so funktioniert. Honda, HSV, Hyundai. Meiner ist nicht dabei. Schade. Ach, geht noch weiter. Nee. Gar nicht. Macht ja nichts. KTM. Lamborghini. Und nicht Lamborghini, wie manche sagen. Ihr sagt ja auch nicht Spaghetti. Das heißt Spaghetti. Genau wie Lamborghini. Leute. Oh, Lotus Esprit V8. Das war ja auch so ein geiles Rennspiel damals, ne? In den 90er, Mitte 90er. Nee, kann nicht sein. Der von 2002 ist. Ich hätte es aber gesagt. 90er. Na egal. Lotus Turbo Challenge hieß das. Geiles Spiel. Spiel. Was seid denn ihr? Link und Co. Ist das so koreanische E-Auto-Gedöns? Habe ich auch noch nie gehört. Ja, aber cool, wenn es mal dabei ist. Mazda. So. Mein alter Mazda. R3 nicht, ich hatte den R2 in Challenge Blue. Oh, ja. Der ist geil. 27S. Das ist ein... Oh, Spider. Coupé. Wunderschön. Wunderschön. So, oh, Mercedes-AMG ist direkt dabei. Mercedes. Mercury. Merkur. MG. Mini. Ja, wer es haben will. Mizu. NIO. Nissan. Gesundheit. Wunderbares Auto. Aber die Auswahl ist stellenweise gar nicht so übel. Ein Opel Kadett. Ein C-Kadett. Wie geil. Dann mal nach. Pontiac. Porsche. Ich finde das so schrecklich, wenn die Engländer oder die Amis Porsche sagen. Ja, da gibt es so manche, die haben sich dann schon mal angewöhnt, Porsche zu sagen. Aber Porsche kriegt kaum jemand hin. Kann doch nicht so schwer sein. Schlimm genug, wenn sie unsere Städtenamen verhunzen.
Munich, Nuremberg, Cologne. Aber wehe, man sagt mal ein falsches Wort oder ein übersetztes Wort zu den ihren Städten. Ist gleich die Hölle los. Naja. Oh, die Cobra. Very nice. Das Subaru BRZ. Ein geiles Auto. Das ist ein geiles Auto. Also der GT86, der sieht ein bisschen anders aus. Der hat ein bisschen andere Scheinwerfer und so. Das sieht noch besser aus. Der ist hier bestimmt auch dabei. Oh, MK4. Ich dabei? Okay. Weil die werden sich auch gedacht haben, warum zweimal das gleiche Modell? Ah, den Astra, den hatte ich auch mal. Ah, oh, hier, der Boxer Lotus ist auch dabei. Oder Lotus Omega, wie er heißt. Ja, schön, schön. Volvo. Oh, ein alter Scirocco. Oh ja, das wird toll, das wird toll. Cool. X-Peng! Na, ich weiß nicht, ob ich das Auto kaufen würde. Das klingt jetzt nicht so vertrauenserweckend. X-Peng! Und das Monster. Okay. Autos, Upgrades, bla bla. Fahrer, Medien, Shop, Einstellungen. Auto ansehen. Ja. Schick. Oh, kann ich hier nicht? What? So kann man nichts machen. Öffnen. Kann ich das nicht bewegen? Geht das nur mit dem Analogstick oder was? Wahrscheinlich. Fotomodus. Oh, guck mal, wie schön. Beweg dich doch. Das finde ich aber auch blöd gemacht, ne? Muss man dann extra einen Controller anmachen, um das zu bewegen zu können. Ja, dann haben wir es ja. Dann würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Bleibt dran. Wir werden hier auf jeden Fall weiterspielen. Auf jeden Fall. Jetzt nicht direkt die Tage. Vielleicht morgen Abend mal kurz. Aber eigentlich habe ich keine Zeit dazu. Vielleicht am Sonntag. Einfach ne, Follow da lassen, Glocke aktivieren. Und sobald ich online komme, bekommt ihr eine Benachrichtigung und gut ist. So, und wenn ihr das auf YouTube seht, was der ein oder andere sicherlich tun wird, gerne ein Abo da lassen, Glocke aktivieren, teilen, kommentieren. Ihr kennt die Geschichte. Es hilft mir sehr viel, ein bisschen zu wachsen. Es hilft mir vielleicht auch, irgendwann ein bisschen Patte zu machen damit, um das alles hier mal ein bisschen aufzurüsten, ein bisschen schöner und professioneller machen zu können. Von daher, tut, was ihr könnt, um mir zu helfen. Bin ich euch sehr, sehr dankbar drum. Und dann sage ich doch, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.